Es gab, Freunde, es ist schon wieder Dienstagabend, Zeit fürs nächste Rocket-Abenteuer. In den letzten Wochen konnte ich den Klammerbeutel ja wieder ein wenig schließen, nachdem ich die Wochen davor auch das eine oder andere Mal deutlich geschlagen wurde, auszahlen musste. Das lässt sich natürlich beim Skat auch gar nicht vermeiden, schon gar nicht über 12 Spiele. Aber es tut natürlich doch immer ein bisschen weh. Und ja, ich meine, ihr habt ja gehört, Stefan Raab ist auch wieder da. Der war ja auch sehr ehrgeizig. Der hat niemals aufgegeben. So sehe ich mich hier auch, zumindest dieser Mission verpflichtet, dass ich hier alles tue, um die Geldbörse geschlossen zu halten. Hier geht es zwar nicht um Millionen, sondern nur um 5 Euro, aber haben oder nicht haben. So, erstes Spiel. Karo wird gespielt, 20 gereizt. Hier muss ich mich jetzt schon entscheiden. Pik Buben, einen möglichen Trumpfstich aufgeben, tue ich natürlich nicht gerne. Kreuz Bube wird sicher mein Partner noch haben, aber mir ist dann doch irgendwie die Gefahr zu groß, dass dann Klein Pik hinterherkommt und Herz günstig abgeworfen werden kann. Wo Pik gestochen wurde, können wir an sich nur gewinnen, wenn der Spieler jetzt Herz dabei hat. Ganz ehrlich gesagt, hätte ich dann erwartet, dass mein Partner blank ausspielt, den Herzkönig schon erst recht. Aber es geht trotzdem nicht anders. Ich versuch's mit der Herz 10, denn ansonsten ist da noch ein Kreuz-Drilling im Blatt. Können wir sowieso nicht gewinnen. Klar ist jetzt noch ein Kreuz-Drilling. Trotzdem lege ich die 10, damit nicht danach die 10 noch kaputt gespielt wird. So sind wir jedenfalls aus dem Schneider. Zweites Spiel. Ja, so richtig komplett ist meine Hand natürlich noch nicht. Aber wir kennen ja das Rocket und ich sitze Vorhand, Ass 10, Mittelbauern eine 10 bestellt, also 0 gucke ich mir hier auf keinen Fall an. Wenn ihr mich jetzt fragt, ja, was reiz ich denn dann überhaupt? Ja, der Kreuz soll's werden, ne? Wenn du nur selber 4 Trümpfe hast, dann fehlen 7, dann ist die Chance da, den fünften Trumpf zu finden, jedenfalls über 50%. Das kann man also mal machen. Und es ist tatsächlich der 0, der hier nur gereizt wird. Bei 4 wäre ich ja sofort ausgestiegen. Und nun schaut euch das an. Pik Ass Kreuz Ass. Ich weiß gar nicht, was die Experten jetzt wieder sagen würden, ob das griechische Findung ist oder spanische. Manchmal höre ich das beim Skat auch, dass da mit solchen Fachbegriffen aus der Geografie aufgewartet wird. Ich freue mich jedenfalls erstmal. Zwei Asse sind ja nie verkehrt. Hab jetzt hier einen schönen Grang. 4 Augen im Keller. Ja, ziemlich sicher gewonnen. Wenn die Jungs zusammenstehen, wird es mit Schneider wohl nur dann möglich, wenn nicht um den Karo kommt. Also schauen wir mal. Hier ist natürlich eine typische Situation, wo Spieler 2 in Hinterhand mit dem Herzkönig die Gegenfarbe anzeigen kann. Wenn ich jetzt selber den Kreuzbuben gezogen hätte, dann würde das wieder weniger Sinn machen, da sein Partner aber den Stich macht. Korrekt, 4 Augen plus die Anzeige der Fehlfarbe und ja, oder der Assfarbe mutmaßlich. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, es klappt. So, egal welche Karte da jetzt kommt, ob jetzt das Ass kommt oder die Dame, ich werde auf jeden Fall erstmal die Kreuzlusche fallen lassen. Die habe ich hier deswegen auch schon so ein bisschen frivol vorgezogen. Damit versichere ich mich jetzt gegen eine extreme Karo-Verteilung. Wenn ich jetzt hier wenn das Ass etwa läge und ich steche sofort, dann könnten die Karos, wenn sie denn von Haus aus die 6 fehlenden Karos 4-2 verteilt sind, könnte der Mann mit dem Buben noch zu dem anderen wieder auf Karo rüberspielen, nachdem er mir was abgestochen hätte. Oder er kann sogar selber irgendwie 5 Karos haben. Also einmal auf jeden Fall abschmeißen. Kreuz Lusche gebe ich ja sowieso ab. So, jetzt kann ich mir auch hier auch noch einen zweiten Abwurf erlauben, denn die Karo Dame sieht ja doch so aus, als ob das Ass eher hinter mir sitzt und ich an den Vollen dann gar nicht rangekommen werde. So, jetzt ist alles gut. Karo steht 3-3, da sind die letzten Karos raus. Jetzt gebe ich auf jeden Fall nur noch einen Stich ab. Hätte jetzt natürlich auch noch eben Herz Dame abschmeißen können, wäre es ein bisschen schneller gegangen. Potenziell hätte ich dann aber noch einen weiteren Stich abgegeben, wenn danach nämlich Herz Pik oder Kreuz eben gestochen wird. Hätte ich auch gut abgekonnt, verloren hätte ich das Spiel wohl nicht. Aber dann geht es ja manchmal auch ums Prinzip hier. Die besten Züge finden ist ja immer meine Devise, also hier keinen Stich mehr abgeben als nötig, auch wenn jetzt, so wie es lief, wo Jungs zusammen und Karo dann kam, Schneider trotz der schönen Karte nicht möglich war. So, Führung übernommen. Aber selbstverständlich ein zu dem Zeitpunkt ganz ehrlich gemeint völlig uninteressanter Zwischenstand.
So, die Herren sind noch ein wenig schnarchnasig. Also das Reizen könnte hier ein bisschen schneller gehen. Leute, wir haben ein Publikum, ne? Ihr seht es noch nicht. Wir sagen auch nicht, wer ihr seid, aber haut mal ein bisschen rein. Das ist ja hier öde sonst. Na also. So, was sagt uns dieser Auftaktstich? Der Alleinspieler muss natürlich eine Karo Flöte haben, sonst wäre das auf keinen Fall ein Gang. Drei Buben natürlich auch. Das sieht ja auch so aus. Also hat er jetzt noch den Karo Buben über wahrscheinlich mindestens viermal Karo. Ansonsten hat er noch einiges an Fehl in der Hand. Ja, hat auch Karo Ass und 10. Wenn er die Karo 10 nicht gehabt hätte, wäre es vielleicht interessant. Ja, hier hat er jetzt die Karte natürlich komplett verraten, weiß nicht genau, nachdem Karo abgeschmissen wurde, warum er jetzt erst noch Karo Ass und 10 zieht. Gut, er will vielleicht den König einsammeln, dass er das Bild schon mal hat. Er hat jetzt jedenfalls noch drei Fehlkarten. Da kann ich erstmal locker schnippeln. Gut, die Pik 10 ist sogar bei meinem Partner. Und jetzt geht es für uns natürlich nur noch um rauskommen. Jetzt wundert mich schon, muss ich sagen, dass mein Partner hier das Herz Ass auf den Tisch legt. Denn das ist sein letzter Voller, sage ich jetzt mal so selbstbewusst. Welcher sollte da noch kommen? Und ich werde jetzt noch eine Kreuz 10 abschmeißen müssen. Das heißt, wir verlieren einen vollen mehr, als nötig gewesen wäre, wenn mein Partner jetzt dann danach einfach mal auf Kreuz gewechselt hätte. So, also nicht schlimm, 81 hat der Alleinspieler sowieso bekommen, aber es sind so Feinheiten, wo ich sehe, ein bisschen fehlt da vielleicht dann doch die komplette Übersicht, denn ja, sonst hätte man eben halt einen vollen mehr bei uns retten können. So, nach drei Spielen hat jeder eins und jetzt schickt sich Spieler 2 an, der am Anfang warten musste, was die Anzahl Spiele angeht, zumindest erstmal in Führung zu gehen. Und ja, so wie das Spiel hier aufgebaut ist, Karo Ass sticht er, Karo Dame sticht er. Gut, wenn er jetzt noch Stärke hat, er hat wohl noch genug Stärke. Und Pik läuft doppelt, dann hat er das Spiel natürlich gewonnen. Also er übernimmt hier die Führung. Einschub mit Trumpf, klar, jetzt hat mein Mann mit den vier Trümpfen Rest, aber er hatte selbst die Stechfarbe erst getroffen, sind also nur gut rausgekommen. Ja, König 7, König 7, König 7, Pik Bube, geiles Blatt für, ja, wofür? Für Skat jedenfalls nicht, ich weiß gar nicht, ob man beim Mau Mau mit den Siebenern irgendwas anfangen kann, sind das dann nicht die Plus Zweier? Naja, gut. Was soll der Geiz hier? Wird jetzt Grand gespielt. Das sieht von Anfang an natürlich so aus, als ob, wenn überhaupt, nur Schneider frei unser Ziel sein sollte. Aber dieses Ziel, falls wir es so gesteckt hatten, haben wir verfehlt. Aber unschuldig, wenn wir so wollen. Das war ein ganz schneller Abklapp-Grang vom Feinsten. Und es sieht weiter gut aus bei Spieler 2. Allerdings, hier habe ich jetzt vier volle und ja, schon ein bisschen Material. Also ein wenig Herausforderung muss ja schon sein. Ganz für lau gibt es hier nichts. Geschenke werden hier nicht verteilt. Also 30 biete ich schon den Herz ohne 3 mal anreizen. Da hätte mir eine Verstärkung natürlich auch gut getan. Aber ich komme nicht ran. Und es wird erstmal auch wieder selbstbewusst Grang getauft. Der ist auch wieder mit rein. Herz König eben gesehen, das zeigt uns natürlich, dass Herz Doppel-Lusche gedrückt sein muss. Soweit so klar. Warum soll der sonst den Herz König abwerfen? Und dann kommt dann hier plötzlich zwei Stiche später, Sekundenbruchteil, nachdem ich das Wort gesprochen habe, die Herz Lusche. Und das ist ja an sich nicht so dramatisch. Das sagt mir nur, und das kann ich auch wunderbar zeigen, ein Plan ist ein Plan, eine Idee ist eine Idee. Du interpretierst die Karte in einer bestimmten Art und Weise, und dann ist es doch wieder ganz anders, weil dein Partner irgendwie ein bisschen merkwürdig gespielt hat. Man könnte auch sagen, verklickt. Er muss sich doch eigentlich fast verklickt haben, sonst würde er doch nicht den Herzkönig auf den Stich des Spielers werfen und dann die Herzluschen in der Hand haben. Aber sei es drum, es war also doch nicht Herz Doppellusche gedrückt, sondern wahrscheinlich dann nur eine Herzlusche. Gut, spielt hier in so einem Spiel auch vermutlich gar nicht die ganz große Rolle. Es geht hier jetzt dann leider wohl auch nur noch um den Schneider. Ich war jetzt trotzdem hier ein bisschen widerborstig. Ich habe die Kreuz 10 blank gestellt.
wollte kein volles freiwillig hergeben. Ja, wie gesagt, egal. Und was sehen wir jetzt? Ein kleiner Zwischenspurt von Spieler 2, verdächtig, sogar verdächtig stark im Rennen. 464 zur Hälfte, das, wenn das so weitergeht, wenn es so weiter ginge, dann könnte es ein Rekordergebnis jenseits der 8-900 werden, aber das ist natürlich nicht wahrscheinlich, aber ein guter Anfang. Und ob wir den Spieler jetzt noch erwischen, das ist zumindest ausgesprochen zweifelhaft. Da bräuchten Spieler 1 und meine Wenigkeit schon Material. Spieler 1 fängt mit einem Grang an. Ich gucke weiter in die Röhre. Im wahrsten Sinne des Wortes gucke ich übrigens in die Röhre und warte dann wieder auf meine Mitspieler. Mensch, Leute, gebt mal ein bisschen Gas hier. Es ist natürlich schwer, es ist maskiert, die wissen nicht, dass sie gleich aufgenommen werden und deswegen mal ein bisschen schneller spielen sollten, dass wir hier nicht in Langeweile versinken, schon gar nicht bei diesen ewig einseitigen Grangs. So, Pik 10 war natürlich jetzt hier nicht die Anzeige von Kreuz Ass oder so, ich hatte es ja gar nicht, sondern erstmal eine Wimmlung, die 10 nach Hause bringen, 14 Augen, 17 Augen, ja, entweder die Kreuz 10 hat sich blank gespielt, dann hätte er sie wohl nachgebracht, oder der Alleinspieler hat noch Kreuz Ass und 10, was ich eher vermute, wupp, da sind wir raus, ja. Wäre verdächtig, wenn wir jetzt noch mehr machen würden. Tun wir auch nicht, Herzstand 2-2, also ein weiteres Spiel ohne Knochen. Das Schöne an diesen Karten ist ja, auch wenn sie erstmal nicht gut aussehen, dass ich da nicht viel falsch machen kann, zumindest schon mal beim Reizen nicht. Da gibt es ganz andere Blätter, wo du ins Grübeln kommst, wo du dich entscheiden musst, reite ich den Bullen oder reite ich ihn nicht, in diesem Fall einfach zurücklehnen und gucken, was da abgeht, und da geht eine Menge ab. 48 gehalten von Mittelhand, 50 dann geboten von Spieler 2, und der spielt ein Herz, ein Herz, das ist ja Herz allerliebst, der wird ja wahrscheinlich wieder mit Vieren sein, ne? Da kann ich mir schlecht vorstellen, dass Mittelhand mit Vieren jetzt auf 48 sein Kreuz gepasst haben soll. Was sagt es uns jetzt? Eine Variante wäre Pik Ass, Pik 10, in der Hoffnung, dass mein Partner da frei ist und schmieren kann und Trumpf volles stechen kann. Die andere Variante ist Kreuz, blank, und dann hoffen, vielleicht selbst die Kreuz 10 zu stechen. Ja, so im Nachhinein bei der Reizung, ich glaube, Pik Ass wäre jetzt doch ein bisschen glücklicher gewesen, war vielleicht so wieder der Reflex. Ihr kennt das ja, ich spiele so gerne blank, ich spiele manchmal schneller blank als mein Schatten, und da war es dann schon wieder passiert. So, hier haben wir eben gerade gesehen, 7 Trümpfe, gucke ich mir den Stich gerade nochmal an, ja, 7 Trümpfe, und er spielt weiter Trumpf, er spielt weiter Trumpf. Gut, in Karo habe ich ganz offensichtlich nicht den Stich verschenkt. Toll, Karo 10, ja, wen will er denn damit anschmieren? Ich meine, ist doch klar, dass er jetzt noch das Karo Ass und die Pik Lusche hat. Trotzdem, ich tue mal so, als würde ich das nicht verstehen, und haue erstmal das Pik Ass rein, ne? Kann ja sein, dass er alle Trümpfe abspielt und dann noch Karo 10 in der Hand hat und womöglich das Spiel verliert. Aber überraschenderweise, er hat auch das Karo Ass und steht jetzt schon kurz vor 600 Punkte. Da kommt der nächste Grang. Also heute haben wir das, haben wir ja wirklich einen Grang-Auflauf geradezu. Erfreulich, erfreulich. Das lässt mich dann immer wieder an das Gute im Skat glauben, dass es auch solche Blätter gibt. Zack, schon wieder klappt die Karte auf, ein Riesending, nur Herzkönig zu dritt, steht wieder 2-2, wieder Grang Schneider, das wird aber heute für mich, das könnte teuer werden, das ist mir allmählich unangenehm, was soll ich denn dagegen tun? Na, da ist doch endlich mal was, womit ich was dagegen tun kann. Noch eine 10 gefunden, perfekt. Ganz todsicher, ganz todsicher wäre auch der Kreuz nicht, der Kreuz wäre noch sicherer als der Grang, aber gegen die 20er Reizung, oder 18 gehalten auf 20 gepasst, ja, da drücke ich jetzt lieber mir die Karte nicht ganz klinisch sauber mit Pik 7 runter, sondern lege noch ein paar Augen weg, ist sehr stark zu vermuten, dass sowieso Herz rauskommt und die Buben in einer Hand sitzen, also dann habe ich lieber 2 volle im Keller, ich ziehe hier schon mal die 7 vor, ja. Da hätte ich fast drauf, so stark drauf gewettet, dass ich sogar bereit gewesen wäre, die Herz 10 blank in der Hand zu halten.
Aber das ist dann für beim Grang doch vielleicht ein bisschen zu viel Show und wäre hier womöglich die einzige Chance gewesen, dieses Spiel tatsächlich irgendwie zu verlieren. Wenn dann vorne irgendwie 4, 5 Herzen stehen, die Jungs zusammen und der tatsächlich mit dem Herz Ass startet. Deswegen habe ich mir das dann doch verkniffen. So, jetzt kommt noch ein bisschen Klein-Klein-Herz. Hier sehen wir aber Herzstand 3-3. Warum sollte ich jetzt sicherheitshalber trotzdem nicht den Buben spielen, obwohl die Herzen so schön raus sind? Ja, weil es natürlich sein kann, dass die Buben in einer Hand stehen und dann da noch eine Piklänge steht. Dann komme ich, verliere ich quasi einmal das Tempo, weil ich den Buben rausspiele, werde dann in Pik eingeschoben, danach Abstich, Pik, Pik, Pik und dann habe ich eben doch verloren. Deswegen der Weg hier erst über die Dörfer erst in Sicherheit. Mit dem Kreuz Ass bin ich jetzt über 60. Wenn das läuft, dann kann ich für die Schneiderambition jetzt immer noch mal den Buben spielen. Denn wenn ich jetzt natürlich Karo oder Kreuz, ist eigentlich gar nicht so gut, ne? Was macht doch, doch, da haben wir schon ein paar Augen. Ein paar Augen haben sie schon. Ah, jetzt kommt die Nummer mit dem Pik doch noch, dass die Pik 10 hochgespielt wird. Ja, Mensch. Also kann mal sein, ich war hier gar nicht mehr ganz wach. Ich will es jetzt auch nicht komplett durchrechnen. Vielleicht wäre der Schneiderzug doch gewesen, in den Kreuzen erst noch weiter zu rühren. Sei es drum, ich bin zumindest ein wenig rangekommen an Spieler 1. Das ist jetzt eigentlich mein einziges Ziel noch. Was ist jetzt los? Bei 18 spielt er Grand Hand. Ja, dann wird es jetzt aber kompliziert für mich, ihn noch zu kriegen. Das war natürlich schon mal ein schöner Auftaktstich. Kreuz 1-1, 24. So, das habe ich erhofft. Auf Kreuz König natürlich erstmal Abwurf. Glaubt, dass er günstig abschmeißen kann. Die drei Kreuz Luschen habe ich aber noch. Und jetzt legt mein Partner ganz schnell den Karo König. Sind erstmal schon mal 32, aber Schneider frei ist ja hier gar nicht das Ziel. Dass er nicht wimmelt, weckt bei mir so ein bisschen die Idee, dass er, also gut, er könnte keinen Vollen haben, aber unwahrscheinlich. Vielleicht hat er aber zwei Buben und schmeißt jetzt erstmal seine schwachen Karten ab und hat selbst noch ein Volles oder so. Das wäre ja eine Option, dass das so ein Springer-Grandhand ist. Das kommt mir doch jetzt hier irgendwie so vor, ja. Herz Bube könnte noch übergeblieben sein. Ja, da ist es tatsächlich so. Wenn es manchmal so aussieht, wenn es so riecht, na, dann ist es häufig auch einfach so. Also, jetzt Herz 10 gewimmelt, das sind allerdings erst Anfang 50, ja. Insofern, wenn der Alleinspieler jetzt keinen Stich mehr abgibt, dann wird er noch gewinnen. Aber da ist das Herz Ass von meinem Partner. Ich habe es mir doch fast gedacht. Das war ein absoluter Wenzelstürzergang, nur zwei Farben. Jetzt muss er Pik 10 auch noch abschmeißen und verliert mit 21. Gut, das war volles Risiko. Tja, ist nicht gut ausgegangen, mag im Sinne des Turniers für ihn eine gute Idee gewesen sein, grinst auch Spieler 1, also der nimmt das nicht krumm, das finde ich wunderbar. Ja, hätte er gewusst, dass er sonst von mir 5 Euro bekommen hätte, dann hätte er vielleicht anders reagiert. Jetzt bin ich nämlich der lachende Dritte in diesem Szenario, ein unerwarteter Sieger dieses Vorfalls. Denn so viel Minuspunkte kann er nun doch nicht mehr aufholen. Und damit habe ich es jetzt also geschafft und bin mit lockerem 2 zu 0 hier Tisch Zweiter geworden, muss also nur dem Spieler 2 gratulieren, mit deutlich über 600 Punkten ein klasse Ergebnis.